Anfang Juli fand in Medebach-Dreisler eine Präsentation von verschiedenen Projekten und der Zusammenarbeit zwischen Medebach und Lichtenfels statt. Die beiden Bürgermeister von Medebach und von Lichtenfels vereint, getrennt durch eine Verwaltungsgrenze. Das ist richtig. Aber trotzdem viele Gemeinsamkeiten. Was jetzt hier durch Vogelschutzgebiet? Ja, in der Tat. Also es ist so, dass wir an der einen oder anderen Stelle natürlich merken, dass eine Landesgrenze auch andere Gesetzgebung hat, wenn es um Landesgesetzgebung geht. Aber wir haben auch viele Sachen, die wir inhaltlich wirklich gut miteinander besprechen und wo wir eine gute Kooperation haben. Ja, bestes Beispiel ist vielleicht, dass wir, ich glaube Ende August, Thomas Grosche, ne? Ende August die gemeinsame mobile Veranstaltungsarena eröffnen werden. Das ist ja ein gemeinsames Projekt noch unter Uwe Stoiber mit Thomas Grosche angeschoben worden. Das ist mal so ein gemeinsames Projekt, wobei vielleicht ergänzend, was sich ja jetzt auch auf Waldeck-Frankenberger hessischer Seite tut, das Thema Grenz Trail im Bereich Mountainbiking. Da ist natürlich die Landesgrenze dazwischen. Das heißt aber nicht, dass man nicht miteinander spricht und vielleicht angedockt denkt. Ne? Da würde ich nochmal an den Thomas Grosche rübergeben. Vielleicht denkt man ja auf NRW-Seite auch. Naja, Winterberg denkt ja schon in die Richtung. Ja, ja, genau. Wir denken zusammen. Also wir denken zusammen, weil es in der Tat ein sehr interessantes Projekt für uns ist. Wir sind ja touristisch stark geprägt. Medebach, Winterberg, unsere Region. Der Mountainbike-Tourismus ist bei uns ein wichtiger Faktor. Und da ist diese Idee des Grenzfelds, die ja auf der Seite von Waldeck und dann weiter ins Hessische reingezogen, dann entwickelt wurde, wirklich ein gutes Beispiel. Wir sind in engen Gesprächen, in engem Austausch mit den Kollegen und hoffen, dass wir die gleiche Förderung wie im hessischen Ministerium auch bei uns in Düsseldorf erhalten. Samstag Tourismus, ein großes Stichwort. Wir stehen gerade vor einer Wand mit der Entwicklung Naturschutz, bedeutendes Vogelgebiet, die Medebacher Bucht, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Geopark Grenzwelten, der von hessischer Seite aus betreut wird, immer mit dabei. Ist dieses Übergreifende im Tourismus, also gar nicht dieses Klein-Klein, wir auf der hessischen Seite wollen Touristen, wir auf der Medebacher, sondern diese Zusammenarbeit, dieses Durchreichen, eigentlich ein großer Vorteil? Ja, absolut. Absolut, weil man muss sich ja immer in den Gast versetzen. Der Gast möchte in eine attraktive Urlaubsregion und dem Gast, dem sind Stadtgrenzen total egal, dem sind auch Landesgrenzen egal. Der Gast möchte Urlaub in einer attraktiven Region machen, bei uns halt oft der Familienurlaub in einer intakten Natur. Und natürlich ergänzt sich das, wenn wir die Möglichkeit haben, dass unsere Gäste aus dem Center Park in die Nachbarstädte fahren, bis hin zum Edersee, und umgekehrt ist es ja genauso, dass wir eben unsere intakte Natur auch gerne den Gästen bieten, die eben auf der Waldeckschen Seite übernachten. Deshalb ist es vielleicht, wenn ich das ergänzend sagen darf, auch relativ wichtig, dass man regelmäßig den Austausch hat, also eine Veranstaltung wie heute, weil wir ja beispielsweise beim Thema kreisweites Radwegeverkehrskonzept, da haben wir ja ergänzend für Lichtenfels auch nochmal einen Förderantrag für ein eigenes Radwegekonzept auf den Weg gebracht, weil natürlich, wenn ich jetzt mal Richtung Medebach gucke, ich sag mal so pauschal, vom Sauerland über das Orketal bis an den Edersee, weil das natürlich durchaus Sachen und Wegeverbindungen sein können, die es heute in Teilen gibt, da ja auch schon welche, aber wo sich natürlich noch ein bisschen was verbinden kann. Und dazu muss man wegen der Landesgrenze auch immer da regelmäßig im Austausch sein, weil meistens die Planungen ja dann doch eher auf der Landesseite passieren und nicht über die Landesgrenzen hinaus. Und dafür sind die Austausche relativ wichtig, die wir so pflegen. Ja, ja, ganz genau. Also es ist tatsächlich so, wir arbeiten touristisch ja eng zusammen. So ist der Thomas Trachte, Kollege aus Willingen, ja auch im Vorstand vom Sauerland Tourismus mit aktiv. Wir beiden arbeiten im Kommunalen Serviceverbund Eisenberg, wo wir uns regelmäßig austauschen, auch über diese Themen. Und insoweit sind wir da unterwegs und versuchen eben im Sinne der Region und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in unseren Kommunen, egal auf welcher Seite der Landesgrenze, das Optimale an Entwicklungspotenzialen rauszuholen. Genau. Das Problem ist, die Förderung ist ja schon angesprochen worden. Kommunen sind ja spitz auf Knopf genäht und ich denke, das ist in Nordrhein-Westfalen nicht anders wie bei uns in Hessen.
dass die Förderung dann eben genau am Feldweg X aufhört, weil da die Landesgrenze ist und Hessen hat ein anderes Förderprogramm. Ist das für die Bürgermeister, für die Kommunen, ist das schwierig gerade? Man würde eine Durchgängigkeit schaffen, aber Landespolitik ist da manchmal der Verhinderer. Ja, also erstmal ist es für den gesunden Menschenverstand schwierig, weil wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen, bei bestimmten Förderszenarien oder auch bei der Windkraft-Thematik seinerzeit, da konnte man ja niemandem erklären, wenn man auf dem Schützenfest an der Theke stand oder bei der Goldenen Hochzeit beim Kaffeetrinken war, warum rechts neben dem Feldweg das eine gilt und links neben dem Feldweg das andere gilt. Deshalb, so gut wie ein föderalistisches System ist, wir sind alle Unterstützer dieses Systems, aber das ist dann schon mal schwierig in der Umsetzung und auch im eigenen Verstehen. Wir arbeiten aber intensiv daran, zum Beispiel LIDA. Also LIDA, du hast es gerade genannt, die gemeinsame Veranstaltungsarena, die wir haben, ist ein LIDA-Förderprojekt gewesen und da ist es uns gelungen, die LIDA-Förderung auf hessischer Seite und die LIDA-Förderung auf nordrhein-westfälischer Seite unter einen Hut zu bringen und das ist ein gutes Beispiel, wie es dann positiv funktionieren kann. Es kann gelingen, wenn man mal weg von dem Thema LIDA geht oder auch Tourismus, die ganz pragmatischen Dinge, wenn ich so die interkommunale Zusammenarbeit mir angucke, so im Kernthema, im Basisarbeiten, da ist es natürlich dann in der Tat durch die Landesgrenze nicht einfach, weil da sind wir im Prinzip so ein bisschen an die hessischen Vorgaben natürlich gebunden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir mit Vöhl, mit Waldeck und Edersee zum Thema Digitalisierung oder vielleicht, also Digitalisierung auf jeden Fall, vielleicht auch zum Thema Klimaschutz was machen, dann sind das zwar 20.000 Einwohner, aber dann geht das also kilometerweit weg und Medebach, das sind ja gefühlt ist ein Katzensprung, wo natürlich gewisse Synergien eigentlich einfacher zu entwickeln wären, aber bei manchen Themen ist es schwieriger. Bei der LIDA-Förderung für die Arena war es natürlich gut, aber muss vorher gut vorbesprochen sein, muss in beiden Bereichen abgestimmt sein, aber es ist möglich. Und ich hoffe, dass wir mit Medebach noch einiges mehr bewegen können. Es gibt auch zu anderen Dingen, die verraten wir jetzt aber nicht, schon Gespräche, die laufen, aber die müssen dann ein bisschen reifen. Ja, Themen. Genau, ein bisschen spannend muss es ja genau. Auch noch bleiben. Ja. Zusammenarbeit hängt oft an Personen. Genau. Wenn sich die Bürgermeister verstehen, wenn sich bei uns in Hessen, das ist der Magistrat, die Stadträte, ist ja ein bisschen anders in Nordrhein-Westfalen, Erbe der Briten. Wenn die sich verstehen, untereinander kommunizieren, dann funktioniert das auch über die Verwaltungsgrenzen hinweg. Die Antwort kann ich kurz halten. Ja, genau. Ja, genau. Ein Punkt vielleicht noch. Tourismus ist immer schön, aber Tourismus braucht auch eine gewisse Infrastruktur. Es bringt also nichts, wenn der Radwanderer 10 Stunden durch die Medebacher Bucht und anschließend durchs Waldecker Land fährt, von einer geschlossenen Kneipe zur anderen, von einem geschlossenen Café auch außerhalb von Corona und nichts findet. Der kommt einmal, der kommt kein zweites Mal. Das sind die Mittel der Kommunalpolitik sicherlich sehr begrenzt. Das hängt an den Unternehmen, da etwas zu machen. Die Kommunalpolitik kann durch Genehmigungen oder Erleichterungen eingreifen. Ist es eine Aufgabe der Bürgermeister, der Kommunalpolitik, auch hier auf potenzielle Unternehmen einzuwirken, dass man auch in Vorleistung gehen muss, bevor der erste Euro zurückkommt? Ja, natürlich. Wir versuchen das im Rahmen dieser Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, aber es ist genau so, wie Sie die Frage formuliert haben. Wir haben in bestimmten Bereichen eben nur begrenzte Einflussmöglichkeiten und wenn die letzte Kneipe im Ort, weil keine Nachfolge da ist, sagt, wir schließen aus Altersgründen, dann ist es für uns schwer, das Bier zu zapfen und die Frikadelle zu braten. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, wir können ermuntern, wir können die Infrastruktur schaffen, damit eben viele Gäste kommen und neben den Bürgerinnen und Bürgern dann auch Kaufkraft mitbringen, auch für die Gastronomie. Das ist uns an der einen oder anderen Stelle gelungen, aber in der Tat, da ist ein sektoraler Wandel da, den wir auch mit Sorge sehen, denn wenn ich nirgendwo einkehren kann, ist die Wanderung nur halb so schön und insoweit ist das ein großes Anliegen und mit den Mitteln, die wir da haben, wo wir eingreifen können, tun wir das, aber wir haben Grenzen, das ist so. In der Tat so, ich denke mal noch einen ergänzenden Punkt, da komme ich nochmal auf das Thema Grand Trail, das ist ja so ein bisschen was, wo auch Politik bzw. wir Rahmenbedingungen vorgeben können und wo ich deutlich machen möchte, dass natürlich auch politische Entscheidungen an der Stelle für so ein Projekt bei all den Dingen, die zu berücksichtigen sind, das ist natürlich dann auch immer ein Signal auch an Wirtschaft und da auch vielleicht an Kleinstunternehmer oder an jemand, der dann im Nachgang zu so einer Entwicklung auch vielleicht dann doch wieder
auch eine Kleingastronomie aufmacht. Und da kann ich sagen, dass bei uns schon das ein oder andere Gespräch, und das ist ja dann auch unser Job, da auch entsprechende Gespräche zu führen mit Menschen oder mit Investoren, die was auf den Weg bringen können. Und die gucken natürlich auch ganz gezielt dann schon, wie laufen denn so die Debatten in den Gremien, also wie unterstützend ist denn auch so eine Region. Das ist ein Thema, was wir beeinflussen können als Bürgermeister, wo wir mitarbeiten müssen. Und zu dem Thema Grenzfeld dann natürlich noch der Hinweis, weil wir hatten das Thema ja heute Wald und Naturschutz, ganz wichtig ist bei der positiven Entwicklung von dem Thema, dass wir auf der anderen Seite natürlich Forstwirtschaft, Landwirtschaft und auch das Thema Jägerschaft absolut mitnehmen, weil das ist ein Thema, das muss zusammenpassen und zusammenspielen. Nur dann kann es auch ein Erfolg werden an der Stadt. Exakt.